Wieso bin ich davon ausgegangen, dass das fürs Gesicht ist? Oh, es riecht voll gut. Wohin mit dem ganzen Zeug? Es sind nur 8 Tage, die wir da sind. Okay, also, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber ich habe extrem krasse Flugangst. Es ist Vollmond! Das ist der Punkt, das ist einfach der Mond. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, nee, kann man nicht, ist mein ganzes Bett gerade voll mit Sachen. Hier ist schon mein Koffer. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, dass wir in die Türkei fahren, fliegen. Und heute ist Freitag, der 2. Juni. Meine Schwester hat ein Bikini gesucht und hat ihn gerade irgendwie anscheinend in ihren Schulsachen gefunden. Hä, wie geht sowas? Wartet. Ich habe sogar... Anna, das ist so was für Kupalik-Schulsachen. Dann kriege ich schon ja hin, aber... Sie hat gesagt, Michelle und du sind schuld. Ja. Ihr habt mein Bikini verloren. Und meine Schienenbestellung kommt, glaube ich, nicht mehr. Ich habe 2 Bestellungen gehabt. Aber ich glaube, die kommen jetzt irgendwie nicht mehr an. Jedenfalls war ich meine Nägel fixen, weil mir das ein Nagel komplett wegge... Also der hat sich komplett geliftet und ich konnte den so hochdrücken. Bei den anderen hatte ich halt so ein paar Luftbläschen und so und das hat mich halt irgendwie voll gestört. Die Luftbläschen sind irgendwie immer noch, beziehungsweise wieder da. Irgendwie habe ich das Gefühl, sobald ich meine Nägel zeige, brechen die mir schneller weg. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Egal, ich habe jetzt wieder viel zu lange geredet. Was ich euch eigentlich sagen wollte, ist, dass ich jetzt schon anfange zu packen, weil morgen Abend geht's los, beziehungsweise morgen Nacht. Also wir fliegen vom 3. auf den 4. Juni und ja, in der Nacht um 2 oder 3 Uhr. Und ja, ich nehme euch natürlich mit. Ich habe noch einiges zu tun. Ich fahre gleich um 17 Uhr los in die Stadt. Aber ich muss zum DM einiges besorgen. Und eigentlich brauche ich neue Air Force, weil meine sind so abgecrackt. Ich habe wieder 6 Minuten geredet, Leute. Ich brauche den Speicher für Urlaubscontent. Wir haben vorhin hier schon eine Liste geschrieben mit Sachen, die ich brauche, einpacken will und so weiter. So, Leute. Hallo. Ich habe meine Kamera nicht mitgenommen, tatsächlich. Ich bin gerade mit meiner Schwester unterwegs. Wir sind gerade beim Asiaten, holen uns was zum Essen. Wir waren gerade die ganze Zeit in der Stadt unterwegs. Also um 17 Uhr sind wir los ungefähr und waren jetzt, also jetzt haben wir 20.30 Uhr oder sowas. Wir haben Fett eingekauft. Zeige ich euch gleich. Alles zu Hause. Ja, auf jeden Fall waren wir in DM, 30 Euro ausgegeben. Ich habe mir eine Air Force gegönnt. Jetzt sind wir, wie gesagt, beim Asiaten. Meine Schwester hat sich noch Kleider bei New Yorker geholt und ein Bikini-Oberteil. Ich habe Hunger. Ja, ich wollte euch nur kurz updaten. So, Leute, wir sind zu Hause. Schaut euch mal diese Gourmet-Essen an. Wir haben beide dasselbe. Es riecht richtig geil und es ist noch warm. Richtig gut. Das sind alle Klamotten. Schaut her. Schon mehr oder weniger sortiert. Hier sind frische Sachen. Und das sind die Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehme. Und da kommt noch einiges hin dazu. Ich habe lieber zu viel dabei als zu wenig. Es gibt jetzt erstmal einen fetten Haul. Sieht man ihn eigentlich? Ich wollte ihn vermischen. Ich will mich auf den Boden setzen. Ich habe keinen Bock zu stehen. Oh, ich setze mich jetzt hier hin. Cozy, oder? Also einmal waren wir in New Yorker, aber da habe ich mir... Habe ich mir was da geholt? Ich glaube nicht. Sich meine Schwester ausgeholt. So, ich würde sagen, wir fangen mal bei Foot Locker an. Kleiner Fun Fact: Ich wollte schon immer früher, wo diese DM-Hauls und so im Trend waren, wollte ich schon immer DM-Hauls drehen. Und jetzt mache ich es einfach. Das ist ein Zeichen an euch. Macht das, was euch Spaß macht, worauf ihr Bock habt. Vertraut einfach. Ihr werdet es nicht bereuen. Wartet, ich muss kurz den Ball werfen. Und zwar habe ich mir ganz basic die Air Force One geholt. Weil wenn ihr wüsstet, wie meine aussehen, das ist so schön. Wow. Schöne weiße Air Force. Ah, Leute, wow. Aber irgendwie sehen die voll groß aus. Meine sind wirklich so schlimm, die Schuhe. Also da sind Löcher drin schon in den Air Force. Und wirklich, die sind wirklich sehr hässlich. Deswegen habe ich halt keine Air Force mehr. So, die kann ich zwar zum Tanzen tragen, aber nicht zum Rausgehen. Air Force, vor allem wenn sie so schön clean weiß sind, passend zu allem. Ich habe da ja auch Geburtstag und ich bin... sehr perfektionistisch, wie ihr schon wahrscheinlich wisst. Deswegen brauchte ich super schöne Schuhe und damit werden die Bilder auch super schön aussehen. Yeah. Oh no, ich hätte einen Schuhlöffel benutzen sollen. Ach toll. Okay, Leute, es ist halt wirklich der Rede wert. Es sind Basic Air Force, ne? Aber es war wirklich bitter nötig. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt 5 Minuten über diese Air Force geredet. Egal, Leute, wir machen weiter im Programm. Sagt man das so? Keine Ahnung. Wir kommen jetzt zu DM. Fangen wir an mit einem Produkt, was ich jedes Jahr kaufe für den Urlaub. Und zwar ist es dieses unfassbar geile Duschgel. Es hatte früher ein anderes Packaging, fand ich irgendwie cooler, aber ist egal. Ist vom Ding her dasselbe, also hoffe ich. Ja. Leute, dieser Geruch, wirklich, das ist so ein Duschgel, das benutze ich wirklich immer nur im Urlaub, weil dieses Duschgel verbinde ich mit Urlaub. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wenn man bestimmte Düfte mit dem Urlaub verbindet, aber das ist sowas. Das ist wirklich sehr geil.
Kann ich euch empfehlen. Ich hole mir das seit Jahren und das ist halt sogar extra After-Sun-Duschgel. Wenn ihr abends... Oh, ich rieche Urlaub. Das ist so toll, wirklich. Soll ich mir jedes Mal. Dann ein Sonnenspray, also Sonnenschutzspray, transparentes Sonnenspray. Dieses hier in dieser Art haben wir noch nicht ausprobiert, aber wir hatten schon ganz, ganz viele in dieser Art. Und keine Sorge, das ist nicht das Einzige, was wir mitnehmen. Ich habe noch eins geholt. Und zwar dieses hier. Und das kann ich Leuten empfehlen, die eine Sonnenallergie haben. Oh, meine Familie ist so laut. Okay, never mind. Das hier ist 50 plus Med. Okay. Das ist nämlich für Sonnenallergie. Meine Schwester hat eine Sonnenallergie und manchmal bekomme ich das auch, also so Ausschlag von der Sonne. Davon haben wir noch zu Hause ein bisschen was. Dann haben wir noch zwei andere Sprays zu Hause. Dann noch, also wir haben insgesamt irgendwie 6 verschiedene Sonnensprays dabei. Also keine Sorge, wir haben super viel. Wenn wir eh schon bei Sonnenschutz sind, habe ich einmal noch diesen Sonnenschutz hier geholt. Auch 50 plus, auch in der Med-Version. Das ist extra fürs Gesicht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das nicht einfach komplett dasselbe... Also, ob das nicht einfach komplett dasselbe ist, nur einfach abgefüllt in eine kleinere Tube. Könnte man hier eigentlich prüfen, indem man die Inhaltsstoffe anschaut. Und tatsächlich... Leute, das ist doch alles dasselbe. Wieso bin ich davon ausgegangen, dass das fürs Gesicht ist, wenn es nicht mal da drauf steht? Ich glaube, ich habe mich gerade von Marketing verarschen lassen. Aber... eigentlich muss es fürs Gesicht sein, weil ich habe schon so eins fürs Gesicht in 30, aber es steht legit nirgendwo drauf. Aber es ist ja eindeutig, dass so eine kleine Tube fürs Gesicht ist, wisst ihr, wie ich meine? Es ist einfach 1:1 dasselbe Produkt. Das ist ein Sonnenfluid und das ist ein Sonnencreme-Gel, aber where's the difference? Dieses kleine Ding kostet 5,25 € und das große Ding hier kostet 6,25 €. Kann man das noch zurückgeben? Machen wir einfach weiter. Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben so einen Sonnenschutz-Lippenbalsam gekauft. Ich habe gehört bei Leon Skincare, oder wo war das? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, ich wusste das nicht. Es ist zwar logisch, aber ja. Dass es an den Lippen halt voll gefährlich ist mit Sonnenbrand und so. Vor allgemein SPF ist sehr wichtig, Leute. Oh, ist eingefärbt. Oh, es riecht voll gut. Ich wollte mir eigentlich fürs Gesicht nicht das hier holen, sondern dieses von La Roche-Posay, was so voll gehypt ist. Oder dieses, da gab es eins mit getönter Tagescreme. Das ist safe richtig nice für einfach den Alltag, wenn man keine Lust hat, so Make-up zu tragen. Naja, dann habe ich mir so ein Shampoo geholt. Das habe ich auch bei Leon Skincare, glaube ich, gesehen. Ich hoffe, ich habe das Richtige geholt. Das ist von Sebamed und das ist für schuppiges Haar, weil ich leide ja auch an Neurodermitis ein bisschen. Dann habe ich mir diesen Deo hier geholt und Leute, ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber dieses Deo war mein absolutes Lieblingsdeo seit Jahren. Ich sage euch, das Blaue ist einfach hammermäßig. Erstens, der Geruch ist nice. Zweitens, wenn die das Aufschlag, ihr schwitzt einfach nicht mehr. Keine Ahnung, was da drin ist. Wahrscheinlich ganz viel schädliche Sachen. Und Aluminium ist natürlich auch drinnen, was natürlich nicht gut ist. Aber ich sag's euch, Leute, das ist wirklich das krasseste Deo, was es gibt. Das Deo wurde auf TikTok vermarktet. Und seitdem kostet dieses Deo einfach, wie viel? 4,95 €, okay? Ich benutze dieses Deo wirklich schon so lang. Und das hat übrigens meine Mama mir damals geholt, als ich 16 war oder so. Und damals hat es irgendwie noch 2-3 € gekostet. Was? Schon? Dann habe ich mir einmal dieses Wasser hier geholt, dieses Wasserspray. Ich glaube, das kennt auch jeder. Mein Fixing Spray von MAC ist leer. Und dieses hier steht auch zur Make-up-Fixierung. Und deswegen wollte ich es einfach ausprobieren, bevor ich noch 20 € für ein Wasser ausgebe. Ich weiß, dass es das Make-up nicht fixieren wird, so, aber mir geht es eher um diesen bisschen nassen Look, wisst ihr? Dass es so ein bisschen fresh aussieht. Da gibt es noch eine Sache. Ich habe mir noch eine Fusselrolle geholt, weil unsere ist leer. Und ich habe ein paar schwarze Sachen dabei und wir haben Haustiere. Aber das war's. Das war meine Ausbeute. Also hier könnt ihr nochmal sehen, ich habe nicht gelogen. Das war die frühere Verpackung von diesem After Sun Duschgel. Das ist auch noch so ein bisschen halb voll. Dann haben wir hier so Après-Schaum, ganz wichtig. Auch Med. Mein Favorite ist das hier. Ich liebe das. Das benutze ich immer. Sieht man gar nicht, ne? Ist schon voll zerquetscht. Ist aber vom letzten Jahr und da ist noch ein bisschen was drin. Deswegen habe ich jetzt kein neues geholt. Das hier ist dieses Med. Das ist von Rossmann aber. Und das ist mein Gesichtsfluid. Schau mal, hier steht sogar. Hier, also bei diesem, steht drauf für Gesicht und Dekolleté. Beim anderen aber nicht. Hier steht nirgendwo, was fürs Gesicht ist.
Und es ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht, was ich mitnehmen soll. Ich werde jetzt aber trotzdem langsam die ganzen Sachen in meinen Koffer einpacken. Und was mich am meisten stresst, beziehungsweise mich einfach traurig macht, ist, dass meine, also die schönen Bestellungen nicht angekommen sind. Ich denke, die wird auch nicht mehr ankommen, weil, ja, wir haben nicht mal eine Mail bekommen oder so, dass es versandt wurde oder sowas. Deswegen habe ich jetzt die Hoffnung aufgegeben, aber ich hatte da echt super schöne Kleider. Also einmal Glitzerkleider, dann hatte ich noch so ein richtig schönes Satin-Kleid und das hatte ich eigentlich schon als Vision an meinem Geburtstag anzuziehen. Das war so ein wunderschönes Blau. Irgendwie habe ich trotzdem noch so ein bisschen die Hoffnung, dass morgen an der Tür klingelt und der Shein-Postbote kommt und zumindest so ein paar Sachen bringt. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt an meinem Geburtstag anziehen soll. Das finde ich irgendwie total traurig, weil ich habe zwar richtig viele Kleider, ich würde die auch mitnehmen. Ich habe einmal so ein Leopardenkleid, das liebe ich. Dann habe ich noch so ein süßes Blümchenkleid. Und dann habe ich noch so ein richtig schönes, langes Kleid. Schau mal, das wären allein schon 3 Outfits. Also, wohin mit dem ganzen Zeug? Es sind nur 8 Tage, die wir da sind. Ja, dann habe ich noch hier so ein wunderschönes Kleid. Das kommt gar nicht so rüber, wie es gerade ist. Dann habe ich hier noch so ein blaues. Dann habe ich hier noch so ein braunes. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Dieses Kleid hatte ich schon mal an meinem Geburtstag an. Und diese 2 auch. Nämlich auch schon im Urlaub. Das zwar nicht im Urlaub, aber ich hatte es halt schon mal an meinem Geburtstag an. Und irgendwie finde ich das cringe, es dann nochmal an meinem Geburtstag anzuziehen. Vor allem will ich dort ja auch Bilder machen und so. Und ich habe schon Bilder mit diesem Kleid. Und es ist gar nicht so lang her, weil ich ja so unregelmäßig poste. Und Sachen manchmal, wenn ich was gepostet habe, einfach wieder rauslösche, weil das nicht schön aussah im Feed. Ja, guckt hier. Oh nein, mein Akku ist leer. Auf jeden Fall ist das sogar noch voll weit oben und es war sogar mein Geburtstag. Und ich will halt immer gute Bilder machen. Ja, muss man nicht verstehen. Ich weiß, das sind First World Problems, Leute. Sind nicht zu basic, ein schwarzes Dress am Geburtstag anzusehen? I don't know. Am liebsten würde ich meine Krone damit nehmen. Ich hatte mal so ein Diadem-Krone. Heißt es Diadem? Keine Ahnung. Habe ich mir zu meinem 20. geholt und dann habe ich in die Disco angezogen. Wie extra willst du sein, Michelle? Yes. Ich glaube, das ist so ein Ding von Zwillingen. Und ich möchte dieses Kleid jetzt irgendwie anprobieren, weil ich hatte das so lange nicht mehr an. Keine Ahnung, ob ich es überhaupt fühle. Wait a minute. Weiß ich jetzt irgendwie nicht so. Das macht schon ein schönen Po. Aber auf jeden Fall nicht Geburtstagsdress, weil fühle ich nicht. Wir haben aus letztem Mal auf jeden Fall gelernt. Unsere Koffer, die kamen ja nicht. Und deswegen werden wir jetzt ins Handgepäck. Diese Striche langweilen mich gerade so, aber egal. Müssen wir auf jeden Fall ein Outfit für den Abend mitnehmen. Und da werde ich mir einfach ein Kleid reinhauen, weil das einfach vom Gewicht her nicht so schwer ist. Ja, und einen Bikini natürlich auch. Aber ich will natürlich auf gar keinen Fall jetzt davon irgendwie ausgehen, dass es wieder passiert, weil, ja, das war echt kacke. Und da waren wir ja wirklich 3 Tage oder so, ne? Ich glaube eh nicht, dass es nochmal passieren wird. Looking cute in this. Einen wunderschönen guten Morgen um 13.15 Uhr. Hier ist mein halb gepackter Koffer. Ich stehe so auf, ich laufe so, ne? Auf einmal, ich sehe das. Ein Paket, Leute. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es von Shein ist. Ich habe mir so ein Glitzerkleid bestellt, ja, zum Geburtstag. Schaut mal, Glitzer! Okay, ich habe irgendwie 2 gleiche Glitzerkleider. Ja, das sind verschiedene. Das sind meine. Die sind verschieden geschnitten. Hallo, Leute. Ich glaube, ich habe doch... Ich habe heute kurz gefilmt. Darf ich reden hinter der Kamera? Ja, aber darf ich kurz ausreden? Ja, ja, ich meine nur generell. Ich habe, glaube ich, heute mitgefilmt, oh, als die 2 Kleider gekommen sind. Wir sind gerade im Auto auf dem Weg zum Flughafen. Unser Opa fährt uns. Wir haben 0 Uhr. Wir haben genau 0 Uhr gerade. Ich habe euch nicht mitgenommen, weil es war stressig. Ich habe sehr gemischte Gefühle. Ich habe die Kleider anprobiert, eins direkt zurückgeschickt. Ich habe es euch nicht gezeigt, weil es war stressig. Keine Ahnung, wieso jetzt alle leise sind. Aber ja, es war super stressig. Mir ist ein Nagel kaputt gegangen, den ich gestern machen war. Dann war ich bei meiner Tante ihn machen, weil meine Tante hat jetzt eine Schulung. Sie hat eine Schulung gemacht und deswegen kann sie das eigentlich. Und jetzt habe ich den Nagel bei ihr repariert. Und ihr wisst nicht, was passiert ist. Ich war dann duschen und habe meine Hose ausgezogen. Auf einmal kaputt gegangen. Er hat sogar geblutet. Ich werde den Nagel einfach mit Sekundenkleber ankleben und ich hoffe, dass es einfach dann hält. Ja, keine Ahnung. Ich versuche mir gerade einzureden, dass es schlimmere Sachen auf dieser Welt gibt. Und wenn das das einzige
schlechte Ereignis an dem ganzen Urlaub ist, dann soll es so sein. Ganz ehrlich. Willst du auch was sagen? Hi! Ich bin so aufgeregt, ich liebe die Türkei. Ich habe noch nie gevloggt für den Urlaub. Ich finde das voll toll gerade. Das noch nie gemacht. Es ist jedes Jahr genau das gleiche Dings. Also mein Opa fährt uns immer und da hinten sind unsere Koffer. Kann ich kurz was zeigen? Machst du das extra? Sorry, ich hab da wirklich hässliche Nägel. Nicht dieses Jahr, aber letztes Jahr. Dieses Jahr auch, glaube ich. Ja, ich versuche jetzt mich nicht davon so runterkriegen zu lassen, aber ich habe irgendwie Angst, dass alle Nägel kaputt gehen. Ich habe einen Koffer von meinen Großeltern, weil der ist viel bequemer, den kann man so rollen, den muss man nicht so ziehen. Und ich war damit in Köln, in Frankfurt und jetzt Türkei. Also, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich habe extrem krasse Flugangst. Ich habe wirklich sehr starke Flugangst. Irgendwie habe ich das Gefühl, jeder Mensch hat Angst vor Fliegen. Ich bin auf jeden Fall richtig fertig vom Tag irgendwie, weil... Ihr müsst vorstellen, ich bin aufgewacht um 13 Uhr. Ich weiß nicht, sie, also meine Schwester, hat ihren Koffer in 2 Stunden gepackt oder sowas. Eigentlich einer. Aber ja. Und Bruder, ich weiß nicht wieso, aber ich habe gestern angefangen mit Koffer packen. Ich habe mehrere Stunden damit verbracht. Ich habe Angst, dass ich was vergessen habe. Also ja, ich bin eine kleine Drama Queen. Ich gebe es auch zu. Aber ich bin sehr froh, dass ich zumindest euch nicht vergessen habe mitzunehmen. Weil ich hätte euch was vergessen. Das wäre schlimm gewesen, weil ich will alles für euch mitbloggen. Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Flieger. Mein Nagel tut so weh. Ich sage euch ehrlich, ich cringe mich so an, gerade zu filmen. Aber egal. Ich muss aus dieser Comfortzone rausgehen. Einmal YouTuber, okay? Ich habe Flugangst, ich steige in den Flieger, aber alles wird gut gehen. Bitte, lieber Gott. Mama, was? Ach so. Es ist Vollmond. Schaut mal, seht ihr den Mond? Hallo, wir sitzen im Bus. Noch alleine, aber ich glaube, also safe kommen da noch Leute, weil sonst würden wir nicht in so diesem Bus sitzen. Und dann wollte ich das Next raus. Unser Gepäck kam richtig schnell. Wir sind voll schnell durch die Passkontrolle. Wir sind voll schnell hier. Eigentlich sind wir startklar, aber wir müssen noch auf Leute warten. Und keine Ahnung, wann die kommen. Weil wenn sie nicht so schlau waren wie wir, stehen sie irgendwo hinten. I will keep you updated.